Das ist Samsung Galaxy S2 20 Ultra. Das ist so das Phone, das einfach alles muss können. Und es kann neu auch ein S Pen haben. Im Laufe der Jahre sind die grossen Galaxy S immer grösser geworden und das Note ist immer gleich groß geblieben. Und irgendwann haben sie jetzt offensichtlich gefunden, was war, wir fusionieren. Voilà. Es sieht. Ich bin mir im Fall nicht sicher, wie es gut aussieht oder nicht. Je länger ich es in der Hand habe, desto besser gefällt es mir. Aber schau mal, das ist einfach irgendwie wie nichts dran. Oder? Jetzt auf dem Vorgänger haben wir da diesen wunderschönen Kamerabuckel gehabt, der mir mega gut gefallen hat. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, wie sie vermissen. Es kommt in vier Farben: Schwarz, Weiß, Grün und Rot. Dominik, das ist Bergund, nicht einfach Rot. Steffi, ich bin ein Typ. Ich kenne drei Farben: Schwarz, Weiß und Bunt. Dankeschön. Rot. Oh gut. Okay, dann halt. Der Bildschirm ist sehr schön, sehr groß und vor allem sehr hell. Also es ist merklich, ich weiß nicht, ob man es jetzt hier auf dem Bildschirm sieht, aber er wirkt lebendig, er wirkt, also ob er eine gewisse Tiefe hat. Also es ist recht schwierig zu beschreiben, unbedingt selber mal in die Hand nehmen, weil es liegt auch sehr gut in der Hand. Es wiegt 229 Gramm und ist mit dem ein bisschen leichter als das iPhone 13 Pro Max. Was vor allem beim Filmen oder Fotografieren reinspielen wird, weil wenn du es so in der Hand hebst, dann hast du nicht den Wobble drin. Was immer so ein bisschen mühsam ist, wenn du das mit leichten Phones machen willst, dann hast du immer so den Worldstar-Hip-Hop-Look, oder? Leute, die gerne einen grossen Akku haben, werden freut sich an, 5000 mAh Akku, dazu einen 4-Nanometer-Prozessor, das Teil dürfte dir wahrscheinlich ewig heben. Dazu hat Samsung einen ganzen Haufen Tricks eingebaut, Software-seitig. Also die Framerate vom Bildschirm ist natürlich adaptiv, die passt sich immer so ein bisschen im Gebrauch an. Also wenn du jetzt einfach nur den Homescreen anschaust, hast du wahrscheinlich so ein Frame in Sekunden oder so irgendetwas. Und wenn du das Video schaust, hast du natürlich easy 60 Frames. Finde ich ziemlich geil. Ganz speziell ist bei der Videofunktion neu, wird der so rechnen, dass du eine variable Framerate innerhalb von einem Video hast. Das ist ein optionales Feature. Und zwar kann es sein, dass du auf 60 Frames pro Sekunde anfängst zu filmen. Und wenn es dunkel wird, geht es auf 30 Frames runter, damit die Lichtverhältnisse optimal sind. Also meine grosse Frage ist wirklich da. Premiere Pro, kannst du das? Variable Framerates, es sollte inzwischen möglich sein. Meine Anfangserfahrungen waren sehr negativ, darum habe ich es gar nicht gern. Aber es sollte offenbar inzwischen möglich sein für Premiere Pro. Und ja, wir müssen es testen. Ich werde es ganz sicher noch testen, weil das jetzt niemals ein Test war. Also, jetzt muss ich wirklich gehen. Ich gehe. Tschüss.